Seit fast einem Jahr tobt der schreckliche Krieg in der Ukraine und es ist völlig klar, auch für mich und für uns als Linke, es ist ein verbrecherischer Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine. Da gibt es nichts zu diskutieren. Und natürlich bewegt auch mich und uns als Linke das, was dort passiert. Die vielen Opfer, die vielen zivilen Toten, die toten Soldaten, all das, dieses ganze Leid, was Krieg und Elend mit sich bringt. Und man kann verstehen, dass man da Emotionen hat. Was allerdings im Moment echt schief läuft, das ist die Debatte in der Gesellschaft. Wir hatten noch nie eine Militarisierung von Sprache in der gesamten Gesellschaft, hier im Bundestag und vor allem in den Medien. Und wo es wirklich ein ganz fettes Problem gibt, das ist im Bereich des Social Medias. Man muss nur einen kritischen Satz zu Waffenlieferungen machen und du wirst zugepumpt und zugeschüttet mit Pöbel-Mails, mit Pöbel-Posts. Das geht nicht und deswegen haben wir uns überlegt, das Gängige, was so erzählt wird, wollen wir heute mal aufgreifen und mal ein paar Sachen hier gerade rücken. Verurteilt die Linke den Krieg von Russland gegen die Ukraine? Ja, die Linke hat von Anfang an diesen Krieg klar verurteilt. Ich persönlich kann das auch für meine Person sagen. Zum Beginn des Krieges am 24. Februar des letzten Jahres habe ich hierzu eine Pressekonferenz gegeben. Ohne Wenn und Aber ist das zu verurteilen. Trotzdem kann man doch eine andere Position heute haben, wenn es um Waffenlieferungen geht, wenn es um das Einfordern von diplomatischen Lösungen geht. Die Verurteilung dieses Krieges, und der geht von Russland aus, ohne Wenn und Aber, ist unzweifelhaft bei mir und meiner Partei. Wart ihr bisher auf der Seite Russlands? Seid ihr noch immer Putin-Versteher? Nein, das sind wir natürlich überhaupt nicht. Gleichwohl muss ich selbstkritisch, auch ich selber, eingestehen, ich habe mich getäuscht. Ich hätte diese Aggressivität, diese Kriegstreiberei nicht für möglich gehalten, wie übrigens ganz viele andere auch. Ich kann es aber nur für mich sagen, ich habe mich dort getäuscht. Trotzdem, und das will ich auch nochmal sagen, weil man es sonst nicht versteht, man kann die Debatte, auch viele Emotionen, gerade übrigens auch bei älteren Leuten, nicht verstehen, wenn wir nicht über die deutsche Vergangenheit sprechen. Und da war nun mal die Idee von Willy Brandt, eine Verständigung mit dem Osten, mit Russland, der damaligen Sowjetunion, hinzubekommen, gerade wohl wissend, wie viele Millionen Tote Deutschland über die Länder der ehemaligen Sowjetunion und im Besonderen natürlich zahlenmäßig über Russland gebracht hat. Das muss doch mal mitbedacht werden. Und was nicht geht, ist jetzt, diese gesamte Geschichte zu entsorgen. Das kann doch nicht sein, dass die Politik von Willy Brandt jetzt hier diskreditiert wird, die immerhin dafür gesorgt hat, dass Deutschland, dass Europa nicht zu einem atomaren Schlachtfeld wird. Und das werde ich mir auch nicht nehmen lassen, auf diese Geschichte hinzuweisen. Und es gibt trotzdem immer noch auch eine größere historische Verantwortung, die auch mit dem Überfall Deutschlands 1941 auf die Sowjetunion zu tun hat. Warum lehnt ihr Panzerlieferungen an die Ukraine ab? Wir sind der Auffassung, dass immer mehr Waffenlieferungen eben nicht zum Frieden führen, sondern zu immer mehr Tod und Leid führen werden. Das ist nicht ganz einfach zu beantworten und auch ich habe mir da am Anfang sehr schwer getan. Ich wusste nicht genau, was ist jetzt hier die richtige Position, was ist eigentlich die falsche. Aber wenn ich mir die Debatte angucke der letzten Monate hier im Bundestag, in den Medien, in der Öffentlichkeit, kann ich doch wohl eins feststellen. Immer mehr Waffen werden geliefert und der Krieg eskaliert immer mehr. Und ich bin fest davon überzeugt, die Grünen waren das übrigens auch, bis sie denn in die Regierung gewählt worden sind, dass Waffenlieferungen in Krisen und Kriegsgebiete der falsche Weg sind. Vor allem, es ist ein Fass ohne Boden. Erst ging es um Schützenpanzer, jetzt geht es um Kampfpanzer, jetzt wird nach Flugzeugen gerufen. Was kommt denn als nächstes? Bis wohin soll das Ganze denn gehen? Und ich finde, es ist auch in der Öffentlichkeit überhaupt nicht klar. Wir haben fast 50% der Leute, die sind gegen die Lieferung schwerer Waffen und 50% rund, die sind dafür. Es ist wichtig, auch aus Demokratiegründen, dass es auch eine Kraft im Bundestag gibt. Eine linke demokratische Kraft, die auch diese 50%, die davor Angst haben, die eher unseren Ansatz teilen, dass nicht mehr Waffen zu mehr Frieden führen, sondern zu immer mehr Elend, dass auch diese Position hier im Bundestag vertreten wird. Und das versuchen wir als sehr kleine Fraktion natürlich tagtäglich zu machen, aber auf einer ganz klaren Grundlage und einer ganz klaren Haltung, wer diesen Krieg begonnen hat.
Wie kann man einem Aggressor wie Putin beikommen? Unsere Forderung ist völlig klar, Putin muss den Krieg beenden und die Truppen zurückholen. Das ist doch gar keine Frage. Trotzdem müssen wir doch mal ehrlich sein. Wie wird dieser Krieg beendet werden? Durch immer mehr Waffenlieferungen? Durch eine immer größere militärische Eskalation? Oder wollen wir nicht wirklich auf Diplomatie setzen? Was ist denn mit so Vorschlägen des großartigen brasilianischen Präsidenten, der gesagt hat, wir brauchen eine große Friedensinitiative? Was macht eigentlich diese Bundesregierung? Warum sagt sie nicht Präsident Lula, ja, wir machen mit, wir versuchen das. Wir versuchen noch weitere Persönlichkeiten und Staaten ins Boot zu holen. Denn dieser Krieg wird nur diplomatisch zu lösen sein. Und das wissen selbst führende Militärs in den USA, sagen es. Wenn man schon den Linken nicht glaubt, dann muss man doch wenigstens auch mal auf andere Leute hören. Wir bleiben dabei. So einem Aggressor wird man nur Herr, wenn man natürlich eine klare Haltung hat, eine klare Position hat. Aber es wird keine Lösung ohne Diplomatie, ohne einen Waffenstillstand und ohne einen Friedensplan geben. Und das erwarte ich von dieser Bundesregierung, dass sie sich da volle Kanne in die Bresche für wirft. Lehnt die Linke die Sanktionen gegen Russland ab? Es kommt darauf an, welche Sanktionen gemeint sind. Natürlich sind wir für Sanktionen, die den militärisch-industriellen Rüstungskomplex, so nennt man das in Kriegszeiten, der ihn sanktioniert. Das ist doch gar keine Frage. Wir wollen die Oligarchen natürlich sanktionieren, die sich dumm und dämlich verdienen. Ja? Aber dafür müsste man auch mehr Initiativen machen in Europa, die ganzen Yachten, die Immobilien und diesen ganzen zusammengeraubten Dreck auch wirklich zu konfiszieren. Und da hakt es nun wirklich, was auch Berichte innerhalb der Europäischen Union deutlich sagen. Wo Sanktionen nicht sinnvoll ist, und das hat ja der Bundeskanzler selber gesagt, ist, dass wenn wir Sanktionen machen, Wirtschaftssanktionen, und sie dem eigenen Land mehr schaden als dem, der sie treffen soll, dann finde ich, ist doch wohl das Mindeste für eine verantwortungsvolle Politik, dass wir mal sagen, was hat was gebracht, was hat nichts gebracht und was schadet hier den Menschen eigentlich vor Ort. Diese Frage muss ja wohl noch erlaubt sein. Hat die NATO eine Mitschuld am Krieg? Die NATO hat nach Ende des Kalten Krieges natürlich sich immer weiter ausgeweitet und es ist anders verabredet worden. Das gilt es einfach mal festzustellen, und wer jetzt gleich schreit, das ist Putin-Propaganda, der hat nun einfach wirklich von Geschichte gar keine Ahnung. Und natürlich geht es hier auch um Interessenskonflikte. Wer so tut, als ob es hier darum nicht gehen würde, der hat ja wirklich nun wirklich nicht mehr alle Tassen im Schrank. Hier geht es auch um knallharte geostrategische Interessen und das muss man so aussprechen. Das heißt doch noch lange nicht, dass man diesen Krieg in Ordnung finde. Ich glaube, und das hat Gregor Gysi mal treffend gesagt, die NATO und der Westen haben auch gegenüber Russland in vielen Jahren fast alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Das aber rechtfertigt trotzdem in keinster Weise den verbrecherischen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Es gehört aber zur Wahrheit und zur Geschichte dazu. Wie kann der Krieg beendet werden? Wenn ich euch das jetzt so sagen könnte, dann wäre ich ja nur wirklich hier wirklich ein Genie. Das kann ich euch auf die Schnelle nicht sagen, aber ich bin ganz fest davon überzeugt, dass es nur über Friedensverhandlungen, über einen Waffenstillstand geht, über die Einbeziehung internationaler Organisationen, internationaler Persönlichkeit, Staaten, die sich zusammentun und Lösungen auf den Tisch legen, die man verwerfen kann, die man aber diskutieren kann. Und jeden Tag, wo nicht geschossen wird, ist ein guter Tag. Deswegen muss alle Kraft dort reingepumpt werden. Und das ist doch nicht illusorisch. Wir sind in verrückten Zeiten, wo mittlerweile der Ruf nach Diplomatie diskreditiert wird, wo er beschimpft wird. Das kann doch nicht sein. Wo sind wir hier eigentlich hingekommen? Und wenn wir uns zum Beispiel das Getreideabkommen angucken. Das hat der UN-Generalsekretär Guterres verhandelt, wie über Diplomatie. Es gibt fast jede Woche Gefangenenaustausche. Das findet doch über diplomatische Kanäle statt. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir brauchen eine europäisch abgestimmte Friedensinitiative mit international renommierten Leuten, wie Präsident Lula, ich habe es erwähnt. Und dann muss man wirklich alles darauf setzen, diesen Druck zu entfalten. Dazu muss man auch mit Ländern wie China versuchen zu kooperieren, ob sie dort als Mittler tätig sein werden. Das ist alles nicht schön, aber ich sehe überhaupt keine andere Lösung, dass die Waffen endlich zum Schweigen kommen. Was fordert die Linke, um die Ukraine und die Menschen zu unterstützen? Wir wollen vor allem natürlich humanitäre und medizinische Hilfe zur Verfügung stellen. Deswegen kann man spenden, man kann die Hilfsorganisationen unterstützen. Und man muss natürlich auch die Menschen, die fliehen vor diesem unsagbaren Leid, hier aufnehmen. Sie hier versorgen, hier sie integrieren. Das sind Sachen, die kann man jeden Tag machen, die kann man auch persönlich machen. Hier kann man sich einbringen. Und es ist trotzdem entscheidend, dass wir alle aufstehen für eine wirkliche Friedenslösung. Denn nur so kann man am Ende des Tages den Leuten helfen, dass das Elend,
unnötiges Sterben endlich ein Ende hat. So, wir haben jetzt mal versucht, alles mal hier zusammenzufassen, was es so an gängigen Fragen gibt. Wir haben versucht, darauf sachlich zu antworten. Und jetzt können wir uns gerne über diese Position sachlich auseinandersetzen. Pöbeleien werden konsequent weggedrückt, aber sich in der Sache hart zu streiten, was soll man denn sonst machen bei so einer schwierigen Frage? Dazu laden wir euch alle ein.